Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Es ist ein zutiefst unterschiedliches Duell. Hier könnten heute wirklich zwei Welten aneinander prallen. Die Rede ist einerseits vom FPÖ-Landesrat, Asyllandesrat aus Niederösterreich, der als Niederösterreicher erklärt, warum Wien nicht Wien sei, was es darauf auf sich hat. Darüber werden wir dann reden. Und andererseits Martha Bismann, ehemalige Abgeordnete der Liste Pilz, die quasi das Gegengewicht hier ist. Sie sieht sich eher als Linke, logischerweise. Dass Sie klar recht sind, glaube ich, muss man nicht näher dazu sagen. Und damit schönen guten Abend. Ich fange mit Ihnen an, Herr Waldhäusl. Sie haben, sage ich jetzt dazu, wieder einmal für Aufregung gesorgt. Sie haben zu Schülerinnen, Wiener Schülerinnen mit Migrationshintergrund als Niederösterreicher gesagt, wenn diese nicht da wären, dann wäre Wien noch Wien. Wollen Sie jetzt wieder einen Arier-Nachweis einführen, Herr Waldhäusl? Nein, ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, das richtigstellen, was Sie jetzt falsch gesagt haben. Diese Sendung war unter dem Titel Asyl und Massenzuwanderung. Und ich habe gesagt, und dazu stehe ich, wenn die Asyl- und Einwanderungspolitik der Freiheitlichen, schon unter Jörg Haider begonnen, vor über 30 Jahren, die beinhaltet Nein zu Massenzuwanderung, Nein zu illegalen Grenzübertritten, wenn die bereits gegriffen hätte, würde Wien noch Wien sein. Ich habe nicht gesagt, dass diese Mädchen dann nicht hier wären, denn eines ist schon klar, ich unterscheide sehr wohl zwischen illegaler Zuwanderung, Massenzuwanderung und jenen, die hier geboren sind, hier in die Schule gehen und sich auch integrieren. Das war schon immer so. Ich unterscheide auch in Wien zwischen jenen, die aus der Monarchie, aus Kriegsgebieten, aus Ex-Jugoslawien nach Wien gekommen sind, sich integriert haben, Deutsch gelernt haben und jetzt ein Bestandteil von Wien sind. Aber jene Kulturen, die nicht zu Europa passen, die unsere Werte nicht akzeptieren, die straffällig werden und die letztendlich geprägt vom Islam sind, passen nicht nach Europa, passen schon gar nicht nach Wien. Und daher wäre Wien anders, wäre nämlich Wien noch Wien, hätte diese Politik bereits vor 30 Jahren gegriffen. Also doch eine Abstammungsfrage. Frau Bismann, wie sehen Sie das? Herr Waldhäusl, Sie haben Schülerinnen und Schüler angegriffen. Nein. Sie haben sie erniedrigt, sie haben ihnen das Existenzrecht abgesprochen, indem sie ihnen gesagt haben, wenn sie nicht hier wären, die Schülerinnen mit Migrationshintergrund, wäre Wien noch Wien. Wenn Sie ihnen dadurch das Existenzrecht absprechen, durch diese Aussage, dann müssen wir darüber diskutieren, ob Sie nicht einer Gesinnung angehören, die wir in Österreich zuletzt 1938 gesehen haben. Und diese Schülerinnen und Schüler, die Sie im Studio live brüskiert und herabgewürdigt haben, die gehen in ein Gymnasium. Das sind Mustervorzeigebeispiele für gute Integration. Das sind die Menschen, das sind heute Kinder und später sind es die erwachsenen Österreicherinnen und Österreicher, die uns die Pensionen zahlen, die unsere Wirtschaft am Laufen halten, die unsere Firmen führen, die Ärztinnen, Akademikerinnen, Fachkräfte sind. Ohne sie wäre Österreich nicht Österreich. Ich frage Sie nun, was ist für Sie ein Wien ohne Migration? Wien hat Hochblüte gehabt in einer Zeit, wo es mit Budapest gemeinsam eine Doppelhauptstadt der Doppeldonaumonarchie war. Und was war Österreich zu der Zeit? Ein offener Vielvölkerstaat. Viel Migration ist passiert. Menschen, freier Personen, freier Güterverkehr über die Grenzen hindurch. Im österreichischen Parlament in der Zwischenkriegszeit saßen VertreterInnen der Kronländer von 21 Ländern. Es war ein babylonisches Sprachgewirr. Das ist die Geschichte Wien. Wo gibt es dieses Wien, das Sie als Wien bezeichnen, das ohne Migration so viel besser wäre? Was ist das? Was ist das für ein Wien? Das hat es nie gegeben. Das ist eine Illusion. Sie zeichnen Märchenbilder.
Sie können gerne mit Ihren FPÖ-Kollegen in einen anderen Planeten reisen, dort sich niederlassen und eine Welt erschaffen ohne Migration. Und viel Spaß dabei. Gerne, ja. Man würde Sie wahrscheinlich nicht so groß vermissen hier. Was ist ein Wien ohne Migration? Sagen Sie mir das. Sie sagen heute noch in einem Interview, Sie stehen nach wie vor zu dieser Aussage. Ich habe gehofft, vielleicht entschuldigen Sie sich heute. Sie haben vor laufender Kamera die Gelegenheit, Sie entschuldigen sich für Ihre Aussage, für Ihre Diffamierung und das Infragestellen der Existenz dieser Kinder. Werden Sie wahrscheinlich nicht machen, weil Sie haben heute gesagt im ORF Niederösterreich-Interview, Sie stehen immer noch 100% zu Ihrer Aussage. Sie haben ja sogar... Was ist die Wahrheit? Was ist dieses Wien, das Sie da so großartig beschreiben als Ideal-Wien ohne Migration? Bitte, wann hat es das jemals gegeben? Sobald ich das Wort habe. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir Sie... aber ich möchte noch, weil Sie haben das APA-Interview angesprochen, da haben Sie ja gesagt, wenn es sich so weiterentwickeln würde, die Situation, dann würden Sie befürchten, dass ihre Enkel sich mit Waffen verteidigen müssten. Was ist das für ein Szenario? Ich möchte noch mal mit Ihnen beginnen und ich mache es wirklich, ich habe es in meinem eigenen Statement gesagt, aber ich mache es für Sie jetzt noch einmal und ganz langsam, damit es wirklich verständlich ist. Ich habe keine Verständigungsprobleme. Habe ich Sie unterbrochen? Oder auch nicht verständlich. Habe ich Sie unterbrochen? Können wir Sie darauf einigen, dass jeder spricht? Ich habe zugehört. Ist das möglich? Sie haben mich gerade beleidigt. Nein, ich habe gesagt, ich werde es ganz langsam machen, weil ich das Gefühl, Sie haben... Weil ich Sie sonst nicht verstehe. Entschuldigung. Sie haben das Gefühl, ich verstehe nicht, wenn Sie schnell reden. Lassen Sie es. Ich lasse es jetzt. Ich habe vorher in meinem Statement alles gesagt und ich wiederhole es jetzt noch einmal. Es ging bei dieser Sendung, wo ich dabei war, Sie nicht, um Asyl, Massenzuwanderung, illegale Migration. Sie haben jetzt gesprochen von einer Migration in Europa, die ich bereits in meinen Eingangsstatements erwähnt habe. Aus der Zeit der Monarchie, Jugoslawienkrise. Na, selbstverständlich sind viele Personen aus den Kronländern nach Wien gekommen. Das ist das Wien, so wie ich es auch aus meiner Jugend kenne. Aber wo hat sich Wien verändert? Jetzt, durch die Massenzuwanderung der letzten Jahrzehnte, kommen nicht die Personen, die Sie erwähnen, sondern es kommen vorwiegend Bürger mit Hintergrundreligion Islam, viele aus Afghanistan, viele Syrer, jetzt auch Inder und wir haben sehr viele aus der Türkei. Und die sind von der Wertekultur her nicht bereit, sich an uns anzupassen. Wir haben mittlerweile in Wien Parallelgesellschaften, auch in großen Städten in Niederösterreich. Ich weiß es, weil ich für Integration zuständig bin und merke, dass hier Parallelgesellschaften entstehen, die nicht in Ordnung sind. Ja, ich mache mir Sorgen um das christliche Abendland. Ich bin bekennender Katholik. Ich mache mir Sorgen, wenn der Islam zunimmt, wenn wir immer mehr in diesem Bereich nach Österreich bekommen, auch nach Wien, mache ich mir auch Sorgen um die katholische Kirche. Mein Glauben. Und als Vater und als Großvater von 4 Enkelkindern, 3 Buben, 1 Mal, mache ich mir Sorgen, wenn ich die Entwicklung die nächsten 20, 30 Jahre nach vorne betrachte, mache ich mir als Großvater Sorgen, dass diese meine Enkelkinder, diese schöne Heimat Österreich, mein schönes Österreich, gegen diese Zuwanderung, gegen diesen Islam verteidigen müssen, auch mit der Waffe. Ja, und warum mache ich mir Sorgen? Weil ich die Zahlen kenne, weil ich die Übergriffe kenne. Und es sind diese Übergriffe an Straftaten, an Morden, an Vergewaltigungen, die passieren nicht durch jene aus den Kronländern, die sich integriert haben. Auch nicht durch jene, die in Österreich jetzt geboren sind. Das ist in Ordnung. Ja, ich würde die nie kritisieren. Auch diese Mädchen nicht in der Schule. Aber die, die jetzt illegal zu uns kommen, einreisen und auch Gewalt mitbringen, gegen die verwehre ich mich. Und wenn man wirklich mit offenen Augen durch Wien geht, so, jetzt müssen dann, Sie Frau, ja, jetzt wenn man mit offenen lassen. Augen durch Wien Herr Waldhäusl, geht, ich habe Sie sehr gut verstanden. Wenn man mit offenen Augen durch Wien geht, merkt man, dass ich hier Recht habe. Und da geht es nicht um die Personen, die in Österreich geboren sind, sondern um jene Parallelgesellschaften, die ich jetzt erwähnt habe. Türkei,
So, Afghanistan, wir haben heute, das haben Sie schon dreimal gesagt. Sie glauben es mir nicht, aber ich gebe Ihnen eingangs also wiederum gleich mal recht. Ich bin auch gegen Parallelgesellschaften, die sind gefährlich, die destabilisieren den Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Und dagegen bin ich entschieden. Aber räumen Sie doch bitte mal in Ihrer Partei zuerst auf und entfernen Sie die Parallelgesellschaft Ihrer Burschenschaftsvereinigungen, die Sie da, die sich auch zum Teil in einem gesetzesfreien Raum bewegen, Stichwort Wiederbetätigungsgesetz, Liederbuchaffäre, was auch immer. Also ich bin gegen Parallelgesellschaften jeder Art, auch gegen Parallelgesellschaften, die sich rausbilden aus migrantischen Communities. Das ist tunlichst zu vermeiden. Wir müssen eine starke Gesellschaft sein, wir müssen zusammenhalten und in der Vielfalt stark und schön sein. Sie erwähnen zweimal die Türkei und Sie sagen, nicht die Ausländer sind das Problem, nicht die Migranten aus den Kronländern. Jetzt bin ich geschichtlich weit zurückgewandert, ja. Aber Migration hat nicht aufgehört nach der Monarchie. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg ein Wirtschaftswunder erlebt. Unsere Vorfahren, unsere fleißigen Großväter, Großmütter haben dieses Land wieder aufgebaut. Es gab ein Wirtschaftswunder. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne die fleißigen, anständigen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen aus der Türkei, die gekommen sind und sich abgeschuftet haben, sie ihre Gesundheit ruiniert haben, damit dieses Land aufgebaut wird nach dem Zweiten Weltkrieg. Damit unsere Straßen, Krankenhäuser, Schulen gebaut werden, in den Fabriken Waren produziert werden, die wir exportieren, die unseren Wohlstand geschaffen haben. Diese Menschen haben Kinder, haben Enkelkinder, haben Enkelenkelkinder. Das ist schon vierte, fünfte, sechste Generation. Und die meisten dieser Kinder, der Gastarbeiter, die wir ja eingeladen haben und die einen guten Dienst geleistet haben, sind, ja, haben einen sozialen Aufstieg geschafft. Hab ich gesagt, ja. Sind heute Ärztinnen, ja, Ärzte, ja, sind heute Apothekerinnen, sind heute Busfahrer. In Ordnung. Und aber die haben Sie erwähnt als Negativbeispiel. Sie haben gesagt, türkische Parallelgesellschaften und Ihnen machen die Migranten aus der Türkei Sorgen. Ja, die Türkei, die dominierende Religion ist der Islam. Und die Zuwanderer aus den 60er, 70er Jahren, die Gastarbeiter, sind vorwiegend muslimisch. Nicht alle. Es gibt auch Christen in der Türkei und andere Glaubensrichtungen. Und was hat das mit Österreich gemacht? Ist Österreich untergegangen seitdem? Gar nicht. Österreich floriert. Wir sind eine bunte, starke Gesellschaft. Ich würde gerne ein bisschen zur Jetztzeit zurückkommen, aber Sie haben vorher Jörg Haider als Beispiel genannt. Und hätte man das gemacht, was der Jörg Haider gesagt hat, Sie haben gleichzeitig gesagt, Sie hätten die Migranten, glaube ich, aus dem Ex-Jugoslawien seien nicht das Problem gewesen. Nur Herr Waldhäusl, wir erinnern uns schon 1993, das, was die FPÖ als Österreich zuerst Volksbegehren bezeichnet hatte, der Rest als Anti-Ausländer-Volksbegehren, hatte sich ja damals gegen die Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien gerichtet. Also tun Sie wechseln jetzt den guten Ausländer, jede Dekade Ausländer, je nach das verändern. Kann ich noch beantworten. Jörg Haider hat damals als erster österreichischer und europäischer Politiker darauf hingewiesen, dass man dieses Thema ernst nehmen muss und dass Migration auch ein Problem sein kann. Er hat aber auch immer gesagt, es gibt viele, die jetzt schon zu uns gekommen sind, so wie eben angesprochen, die fleißig integriert bei uns arbeiten und wo bereits Kinder, Enkelkinder hier auf die Welt kommen. Gegen die hat niemand etwas. Die sind ein Teil unserer Gesellschaft und gehören dazu. Ich habe gesagt, Jörg Haider hat den Beginn gemacht. Und jetzt, circa 30 Jahre später, merken wir, dass es noch viel ärger geworden ist, dass wir jetzt über Massenzuwanderung sprechen. Voriges Jahr 110.000 in etwa, die illegal nach Österreich gekommen sind und vorwiegend... Davon sind 60% auf der Durchreise. Stimmt nicht. Und vorwiegend... Das sind die Zahlen von Innenministerium. Kann man das irgendwie abstellen? Ist das möglich? Es soll schon eine Das ist eine Frau, die da gegenüber sitzt. Das kann man nicht abstellen. Nicht. Tut mir leid. Ganz schwer abzustellen. Ob man das abstellen kann, dass man einfach die Kinderstube wieder ein bisschen durchlässt und einfach die höflich Kinderstube, ist. Sie sind der Ordnungsrufe in einer Debatte darf man schon Zwischenrufe machen. Ja, aber nicht immer und so unqualifiziert und falsch, weil es stimmt nicht. Schauen Sie, es gibt Zwischenrufe. Ja, das sind schon Zahlen des Innenministeriums, die weiterziehen. Ich gebe Ihnen eine Zahl. Eckdaten vom BFA, gehört zum Innenministerium, 2022
ausgereist 11.028. Das ist die offizielle Zahl. Und Sie reden jetzt davon, dass 60.000 weitergereist sind. Die offizielle Zahl, BFA, würde ich aber sagen, Sie sind einmal im Parlament gesessen, bitte ausreden lassen, genaue Zahl 11.028. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, 6.571 freiwillig rückgekehrt, zwangsweise ausreisen 4.457, davon 3.372 Abschiebungen und davon 1.085 Dublin-Überstellungen. Das sind die offiziellen Zahlen. Bitte bleiben wir bei der Wahrheit. Ich lasse mich nicht auf Zahlenreiterei ein. Es ändert ja auch nichts. Sie haben jetzt ein paar tausend Menschen mehr oder weniger im Jahr. 60.000 ist mehr, wie die Landesregierung beantragt haben. Das ändert jetzt nichts an ihrer grundsätzlichen Politik der Hetze, der Spaltung, der Ausgrenzung, wo sie toxisch Stimmung machen in der Bevölkerung, wo sie Menschen aufgrund ihrer Herkunft ausgrenzen, wo sie gegeneinander ausspielen, die guten Ausländer gegen die schlechten. Das war damals unter Jörg Haider, waren das die Menschen aus Ex-Jugoslawien, das waren die Bösen damals. Und dann gab es die, die schon länger da waren, das waren dann die Guten. Sie spielen die mit gegeneinander aus. Das ist eine reine Sündenbockpolitik, die uns als Gesellschaft einfach schadet. Sehen Sie das eigentlich ein, dass Sie der Gesellschaft schaden? Sie haben eine Verantwortung, Ihre Wählerstimmen, Sie haben ein Vertrauen aus der Bevölkerung. Ich nehme jeden einzelnen Menschen, jeden einzelnen Bürgerinnen und Bürger in Österreich ernst. Ja? Die Sie als Bio-Österreicherin bezeichnen und die Sie als Migranten bezeichnen. Wir sind alle miteinander in einem Boot. Ich gehe gerne mit Ihnen ins Waldviertel zu Ihrer Alleinerzieherin, die Sie zitiert haben in der kürzlichen Diskussion, die aufgrund der Teuerung ihre Miete nicht mehr zahlen kann, ihre Stromrechnung nicht zahlen. Ich setze mich hin, ich höre mir das an, ich nehme Sie ernst. Ich nehme Sie gerne mit zu Herrn Yüksel aus Bad Gastein, der seit über 30 Jahren seine Imbissbladen dort führt und der mir kürzlich gesagt hat, Frau Bissmann, ich bin so froh, dass ich in Österreich bin. Der Staat ist so gut zu mir, hat mir über die Corona-Krise geholfen und viele sehen das so wie ich. Ich bin gerne hier, ich tue alles, korrekt zu sein und dem Staat das zurückzugeben, was er mir gibt. Diese Anstellung ist weit verbreitet unter Migranten. Weil ich Verantwortung habe in einem Bundesland als Landesrat, habe ich Verantwortung, aber nicht nur für jene, die jetzt bei uns einen Asylantrag stellen. Ich habe Verantwortung für Hunderttausende Niederösterreicher. Ich habe Verantwortung für die eigene Bevölkerung. Und ich lasse es mir nicht schlechtreden, wenn ein niederösterreichischer Politiker Ja zu seiner Heimat sagt, Ja zur eigenen Bevölkerung und wenn notwendig in die eigene Bevölkerung näher ist als jener, der hier illegal über die Grenze kommt. Das ist in Ordnung, Herr Waldenhäusl. Ich sage auch Ja zu meiner Heimat. Ich liebe meine Heimat. Aber ich bin eine absolute Patriotin, ob Sie es mir glauben oder nicht. Ich sage Ja zu jedem Menschen, der hier wohnt. Und ich sage Ja zu denen, die hier geboren sind, deren Eltern hier geboren sind, deren Großeltern hier geboren sind. Ich sage aber auch Ja zu jenen, die neu angekommen sind, den Zuwanderer. Weil wir gemeinsam müssen hier in unserer Verantwortung gerecht werden. Ich sage aber Nein zur Kriminalität, die gekommen ist. Ich auch. Was? Kriminalität? Können Sie sich erinnern? Ich bin froh, dass wir einen Rechtsstaat haben. Sie brauchen jetzt nicht Expressartikel Wenn die freiheitliche Asylpolitik in den letzten 30 Jahren anders gewesen wäre. Nein, das hat nichts mit Asyl, das hat mit Integration und mit Rechtsstaat zu tun und den Möglichkeiten, die wir haben. Wien. Können Sie erinnern? Ich kann Ihnen genauso viele Fälle von nicht-migrantischen Straftätern hier aufzählen. Das macht keinen Sinn. Aber Herr Waldhäusl, Verantwortung für Ihre Bürgerinnen und ganz Bürger kurz, aus Niederösterreich. Ich würde nur gern zu dem Fall, über den wir eigentlich geredet haben, zurückkommen. Weil Sie sagen, Sie hätten das diesen Wiener Schülerinnen nicht gesagt. Sie sind ausgewiesen. Sie haben es Ihnen ja gesagt. Warum vermischen Sie Wiener Schülerinnen, die eben in ein Gymnasium gehen, mit unbestrittenen Fällen, wo jeder hoffen würde, dass die nie hergekommen wären und die natürlich abgeschoben gehören. Auch Sie waren nicht dabei, wie ich es gesagt habe. Aber ich wiederhole es auch für Ihnen noch, ganz langsam. Weil Sie eine Frau Diese sind. Debatte war unter dem Titel Asyl, Massenzuwanderung, illegale Migration. Herr Waldmann, und ich norme, es ist nicht darum gegangen, ob diese Schüler hier sind oder nicht hier sind. Ich habe gesagt, wenn jemand in Österreich geboren ist,
Selbstverständlich ist das in Ordnung. Und die brauchen ja nicht noch gesagt. Sie haben gesagt, wenn Sie nicht hier wären, wäre Wien. War ich dort oder war sie dort? Ich habe es mir genau angeschaut. Nein, dann haben Sie wieder nicht verstanden. Vielleicht noch mit, die Schülerin Luna hat Sie gefragt, ja, Herr Waldhäusl, wenn Sie Ihre Maßnahmen, die Grenzschließung für Österreich, für Österreich durchgesetzt hätten, dann wäre Wien dann noch wären wir nicht hier. Dann haben Sie gesagt, dann wäre Wien noch Wien. Und das hat ja nichts mit denen zu tun, die sind ja sowieso hier. Aber Sie haben sie dann ins Gesicht gesagt. Nein, das etwas interpretieren, was nicht gesagt aber wurde. Aber Herr Waldhäusl, wie kommt es dann, dass offenbar jeder in Österreich hat Sie falsch verstanden, egal ob die Journalisten, die vor Ort waren und das Interview geführt haben, oder der Wiener Bürgermeister, den ich vorher im Interview hatte und der sich das verbietet, dass Sie Wien quasi erklären, was Wien ist. Die ÖVP und wendet die sich ÖVP, ab. Die Verfassungsministerin, Stadler, okay, danke. An die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte danke, ja, sich erinnert fühlt. Aber alle haben es falsch verstanden. Alle haben es falsch verstanden. Dann müssen Sie vielleicht noch langsamer reden. Ich habe mittlerweile heute und gestern Zuschriften, Mails etc. am Messenger vor weit über 100.000 Personen. Die aber das so sehen, wie ich es gesagt habe. 100.000? Über 100.000. Ja, das zeigen Sie mir. Ja, warum soll ich das zeigen? 100.000 Nachrichten. Ja, stellen Sie sich vor, also nicht alle haben das so gesehen wie ihr zwei, sondern es gibt tatsächlich Menschen, die das so sehen wie ich. Nein, dass es so Menschen gibt, die es so sehen wie gesagt, Sie. Alle. Nein, dass Menschen alle. Ihre Einstellung teilen. Entscheidet ihr zwei jetzt, wir alle sind. Ja, die gesamte Bürgermeister von Wien, der ist ja gewählt letztendlich von den Zuwanderern. Sonst wäre ja er nicht mehr Bürgermeister in diesem Ausmaß, wenn nicht diese Stimmen, die Zuwanderer und auch die Asylwerber, die dann asylberechtigt sind und irgendwann einmal auch zur Wahl gehen, wenn die nicht den Bürgermeister... Ist ja logisch, dass der Bürgermeister das so sieht. Und nehme die Frau Edstadler wird auch von den Migranten... Über die Frau Edstadler müssen selber mit ihr sprechen, warum die sie an irgendeine Zeit in der Geschichte erinnert, gefühlt. Das ist nicht mehr Debatte. Also... Das bitte. Weil Sie Kindern aufgrund ihrer Herkunft ihr Existenzrecht abgesprochen Überhaupt haben. Nicht. Und das erinnert an ein sehr, sehr Überhaupt dunkles nicht. Kapitel unserer Geschichte. Frau Edstadler hat wirklich recht. Und sie ist nicht die Einzige. Sie vertritt ihre Partei, das ist die ÖVP. Mit wem wollen Sie eigentlich noch koalieren? Frage ich mich. Sie schießen so weit rechts aus gerade. Sie sind so schändlich, treten die Menschenrechte mit den Füßen. Die Koalition mit den Bürgern ist die ehrlichste. Mit wem wollen Sie noch koalieren? Die ÖVP wird ja, das auch nicht mehr mit Ihnen. Die wollen ja nicht. Aber trotzdem, es gibt ja manche, die glauben, dass sie das als bewusste Provokation gemacht haben. Ich nehme an, Sie werden jetzt sagen, nein. Das ist einfach ihre Einstellung. Jedes Mal, wenn ich in Wien bin, stelle ich es fest, merke es. Und wenn ich mit... Mein ältester Bruder wohnt im 16. Bezirk. Und wenn ich mit dem spreche und er mir sagt, wie dort die Situation ist, dann verstehe ich jeden, der Wien so schnell wie möglich verlassen möchte. Dann verstehe ich es. Und der sagt mir jedes Mal... Die damals gekommen sind, das ist alles in Ordnung. Aber was jetzt passiert, diese illegale Massenzuwanderung, die haben mit unserer Kultur nichts zu tun. Ich weiß nicht, warum es ihr euch dagegen wehrt, dass es Asylwerber gibt, die aufgrund ihrer Religion, aufgrund ihrer Kultur, aufgrund ihrer Einstellung, wie man mit Frauen umgeht. Da sitzen zwei Frauen. Ist vielleicht das in Ordnung, dass bei 90% dieser Zuwanderer, die jetzt illegal kommen, vor allem Syrer und Afghanen, die Frauen nicht einmal ein Stück Fleisch wert sind? Und da sitzen zwei Frauen. Ist das in Ordnung für euch? Schauen Sie, ich verteidige hier unsere Frauen. Ich habe Respekt vor unseren Frauen und unsere Frauen haben sich nicht verdient. Solange sie keinen Kopf durchtragen, dann sind sie in ihren Augen nicht mehr unsere Frauen. Sie unterstellen hier etwas. Ich glaube, man muss jetzt nur wirklich noch einmal, damit es für die Zuschauer klar ist. Die Zuschauer, glaube ich, verstehen das, was da ist. Da gibt es zwei Frauen hier, eine davon macht die Moderation, die glauben, dass sie mir etwas unterstellen können. Mhm. Und da gibt es die Zuschauer, die sagen, der hat ja eigentlich recht.
Noch einmal, man kann natürlich dieses Interview auch nachschauen. Sie haben das dieser Schülerin genau so gesagt. Dadurch, dass Sie es jetzt uminterpretieren, wissen Sie offenbar dass Sie einen Fehler gemacht haben. Es ist auch aufgefallen, dass in der FPÖ niemand öffentlich rausgegangen ist, um das super zu heißen. Noch einmal, ich glaube Ihnen, dass es sehr viele Menschen gibt, die trotzdem ihrer Meinung sind. Das bestreitet niemand. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den Fällen, die Sie genannt haben, nämlich zwischen Asylwerbern, die wirklich straffällig geworden sind, die wirklich entsetzliche Verbrechen begangen haben, die ins Gefängnis gehören. Solche Leute gehören auch abgeschoben. Da sind normalerweise die meisten Menschen d'accord. Es gibt aber einen Unterschied, das möchte ich nur ganz kurz klarstellen, weil er leider mich auch angesprochen hat. Es gibt Sie aber einen Unterschied. Sie sind ja heute keine Moderatorin, Sie müssten eigentlich da drüben sitzen, weil Sie ja nicht objektiv sind. Warum nehmen Sie nicht gleich drüben einen Platz und schauen mir in die Augen? Das, was Sie hier machen, leid, ist ja nicht in Ordnung. Ich kenne Sie so und in Wirklichkeit ist zwischen Ihnen und den schlimmsten Redakteuren von der ORF kein Unterschied. Mhm. Gut, das nehme ich jetzt einmal als Kompliment. Natürlich das jetzt nehmen, und nicht als Beleidigung, Herr Waldhäusl. Ich möchte nur, dass wir bei den Fakten bleiben. Und Sie sagen, was die Fakten sind, ja. Nein, es kann jeder nachschauen. Ja. Und ich frage Sie noch einmal, das heißt, Sie gehen nach Abstammung. Und nein, nie gesagt. Na, wenn Sie sagen, dass jeder... Illegale Fluchtbewegung, Massenzuwanderung. Warum diskutiert ihr mit mir nicht? Seid ihr dafür, dass illegal zigtausende, voriges Jahr über 100.000 Afghanen, Syrer und andere Staatenangehörige jetzt illegal unsere Grenze betreten und hier in Österreich um Fluchtgründen vorzuweisen, um Asyl ansuchen? Sie sagen 6% dann eh weiter, das stimmt nicht. Teilweise werden sie gewalttätig und teilweise nicht. Sie wollen sich nicht integrieren, aber eines tun sie schon. Ich bin auch für die ehemalige Mindestsicherung, soziale Hilfe zuständig. Sie räumen dann, wenn sie asylberechtigt sind, unsere Sozialtöpfe aus. Seid ihr dafür oder nicht? Jetzt müsst ihr einig werden. Einfach hochproblematisch, wenn Sie alle illegal Menschen aufgrund ihrer Herkunft in einen illegal Topf schmeißen. Ich habe Sie gefragt, Gewalttäter, ist das in Ordnung? Ordentliche, anständige Menschen, die gut integriert sind. Das ist ich Hetze, das ist populistische Stimmung. Ich mache mir Sorgen bei dieser Massenzuwanderung aus Afghanistan, aus Syrien. 75-80%. Sie dürfen sich gerne Sorgen machen. Das ist berechtigt. Das ist gut. Sie können sich Sorgen machen. Das ist gut. Schauen wir hin auf die Problemlage. Machen wir gute Konzepte für Integration. Tun wir ordentlich genug Ressourcen dafür bereitstellen. Es ist ein europäisches Problem erst einmal. Ja, in der EU, wir sind ein Staatenbund, ein solidarischer. Nicht Österreich allein hat die ganze Last zu schultern. Wir müssen das gemeinschaftlich lösen. Befürwortet ihr illegalen Grenzübertritt? Befürwortet ihr das? Wenn jemand die Pässe wegschmeißt und dann illegal nach Österreich kommt und unser System dann ausnutzt? Wir haben Menschenrechtskonventionen, die uns dann verpflichten, diese Menschen zu versorgen. Ich frage, ob Sie es hier befürwortet. Ich befürworte mit Frauen Handeln nach rechtsstaatlichen Regeln, nach EU-Regeln und nach Menschenrechtsregeln. Jetzt ist es leider nicht immer so perfekt aufgesetzt in der Theorie wie Dublin II. Auch wenn die daheim von der eigenen Polizei flüchten. Auch wenn sie zu Hause flüchten, weil sie dort von der Polizei verfolgt werden. Es gibt keine Pauschalaussage hier. Jeder Asylantrag ist ein individuelles Schicksal. Jeder Grenzübertritt ist ein individuelles Schicksal. Passen Afghaner und Syrer nach Österreich von der Werte... Natürlich, wenn Sie sich an die Gesetze halten. Natürlich, wenn Sie sich gut auch integrieren. Auch von der Religion her, Sie passen natürlich hier. Natürlich. Okay. Bosnien war Teil Österreichs, in der Monarchie war islamisch. Wir haben Religionsfreiheit, solange Sie die Religion nicht missbrauchen, solange Sie die Religion nicht als Grund nehmen, unsere Grundgesetze nicht zu respektieren. Aber ich darf als Großvater, ich sorgen, so wie viele andere Österreicher und Enkelkinder haben. Darf ich schon, oder? Sie dürfen Sorgen haben. Danke.
Danke. Sie aber dürfen aber nicht hetzen. Sie, aber Sie dürfen nicht alle in den Topf schmeißen und als Kriminell einen kriminellen Mantel drüber legen. Nicht alle. Das tun Sie aber, wenn Sie sagen, unbescholtenen Kindern einer Schule, dass es besser wäre, ihnen an diesen zu Tode geprügelten... Ich bin gegen Strafe, ich bin gegen hartes Eingreifen des Rechtsstaates bei Straftaten. Der übrigens wieder auf freier Fuß ist, der Täter. Ich bin ganz entschieden gegen Kriminalität. Ich bin ganz entschieden für Rechtsstaat. Ich bin ganz entschieden gegen Missbrauch von und Religion. Dass diese Kriminalität gestiegen ist, nehmen Sie zur Kenntnis oder soll ich nur die Unterlagen zeigen? Die ist gestiegen, das wissen wir. Okay. Aber ich hätte eine Frage, weil Sie jetzt gesagt haben, Sie haben die Frage an die Frau Bissmann gestellt, ob sie der Meinung ist, dass Syrer und Afghanen nach Österreich passen. Das heißt, Sie sind der Meinung, kein Syrer und kein Afghane passt nach Österreich. Wenn Sie von einem syrischen Arzt... Lassen Sie ihn bitte antworten. Sie sind nicht bereit, unsere Werte, unsere Kultur und unsere Religion zu akzeptieren. Und wenn jemand nicht bereit ist, hier das zu akzeptieren, dann hat er bei uns nichts verloren. Und noch einmal, wenn die tatsächlich auf der Flucht sind, warum schmeißt man dann den Pass weg, alle Unterlagen, nur das Messer nicht? Das Messer wird nie weggeschmissen. Sie haben gerade gesagt, Sie halten sich nicht an die Gesetze. Sie respektieren nicht unsere Werte. Sie sind kriminell. Was tun Sie gerade? Sie schmeißen alle Syrer, alle Afghanen in einen Topf und sagen Sie. Das sind 100%. Und das ist gefährlich, was Sie machen. Sie hetzen, Sie spalten, gut. Sie zerstören dieses Land mit Ihrer Hetze. Darf ich Ihnen eine positive Antwort geben? Ich sage, richtig, darf ich Sie wirklich korrigieren? Ich gebe eine positive Antwort drauf. Diejenigen Menschen, die unsere Werte und Gesetze und Kultur und unsere Kultur nicht respektieren, die straffällig werden, sollen mit aller Härte des Rechtsstaats verfolgt werden. Richtig. Fertig. Egal, wo sie herkommen. Ja. Es ist doch so einfach. Ja, ich gebe ein positives Beispiel. Warum machen Sie es so kompliziert? Wenn Sie einmal zuhören, dann gebe ich ein positives Beispiel. Ich bin in Niederösterreich natürlich auch für die UMF zuständig, unbegleitete Minderjährige. Und wir haben viele Projekte, die wir mit viel Geld unterstützen, wo ich Ja sage dazu, damit diese schnell integriert werden. Und wir haben viele positive Beispiele, auch von jungen Afghanen, der mittlerweile eine Lehre hat, der bereit ist, sich zu integrieren, wo ich, wenn ich ihn treffe, stolz bin, was er tut. Nur leider sind das Einzelfälle. Das ist das Problem. Aber wir nehmen sehr viel Geld in die Hand, um tatsächlich hier etwas weiterzubringen. Aber bei 110.000 Asylanträgen voriges Jahr ist die Masse so groß, dass wir es nicht mehr schaffen. Wir haben keine Unterkünfte mehr in ganz Österreich. Weil Sie zusperren. Sie machen das Gleiche wie Kickl als Innenminister. Er reduziert die Ressourcen, er sperrt Auch das kann ich erklären, positiv. Darf ich positiv erklären? Er reduziert die Ressourcen und danach sagt er, wir haben keine Kapazitäten. Ich werde Ihnen es positiv erklären. Warum Quartiere bei uns zu sind? Weil wir in der Ukraine-Krise neben Wien in Niederösterreich am meisten Frauen und Kinder Schutz gegeben haben. In vielen privaten Quartieren, jetzt aufgrund der Steigerung der Energiekosten, melden sich immer mehr private Quartierbetreiber und sagen, übernehmt die Frauen und Kinder in die Versorgung des Landes, ich kann es mir nicht mehr leisten. Und damit künftig in Niederösterreich keine einzige Frau, Mutter und ihr Kind auf der Straße sind, habe ich diese Reserve bewusst geschaffen, um hier ordentlich vorgesorgt zu haben. Das ist der Unterschied. Sie wissen es nicht, darum erkläre ich Ihnen es. Weil mir Frauen und Kinder aus der Ukraine hier sehr wichtig sind. Sie sagen schon wieder gute Migranten, schlechte Migranten. Die Ukrainer sind gute und da sorgt man für sie. Da habe ich plötzlich die Möglichkeit genügend auf. Nein, da kann man jetzt sagen, dass Sie wollen es nicht verstehen, nehme ich zur Kenntnis. Aber Frauen und Kinder, glaube ich, haben schon das Recht, dass sie bei uns ordentlich untergebracht sind. Oder wollen Sie jetzt mir erklären, dass Ihnen die Afghanen, die frisch kommen, wichtiger sind als Frauen und Mütter, die jetzt in Österreich sind? Jetzt müssen Sie es entscheiden. Ich unterscheide nicht. Danke. Mir gelten die Menschenrechte. Ja, für mich auch. Ein Mensch ist gleich an Würdenrecht geboren. Richtig, aber eins habe ich schon in der Schule gelernt. Vielleicht waren Sie da nicht anwesend. Frauen und Kinder zuerst. Aber das heißt,
Glauben Sie, Syrer und Afghanen haben keine Frauen und Kinder? Die kommen aber nicht zu uns. Wissen Sie, kennen Sie die Statistik? Ich sage Ihnen wieder Flucht. Was. Ich habe für Ihnen einiges mitgenommen. Schauen Sie. Tatsächlich viel weniger Frauen. Ja, natürlich, ja. Übrigens, heutiges Jahr sind schon wieder weit über 3000 Asylbewerber, die gekommen sind. Wir haben, wenn man die UMF weglässt, die unbegleiteten Minderjährigen, haben wir 4,8% Frauen, die bei den Afghanen und Syrern dabei sind. 4,8% Frauen. Welche Problematik lösen Sie, wenn Sie jetzt sagen, also was ist Ihr Lösungskonzept? Wollen Sie Afghanen und Syrer einmal kategorisch abschieben, weil Sie Afghanen und Syrer sind? Weil Sie sind ja alle Straftäter. Sie kommen aus einem sicheren Drittstaat und die haben grundsätzlich in Österreich hier nichts verloren, wenn wir Dublin haben. Und wenn Sie aus einem sicheren Drittstaat kommen... Ja, aber das trifft ja auf die Ukraine-Flüchtlinge, Geflüchteten genauso zu. Nein, das sind Vertriebene. Entschuldigung. Nur, dass der Unterschied... Sie spielen immer dasselbe Spiel, böser Migrant, guter Migrant. Und ich kenne mich aus. Das eine sind Vertriebene, nach der Vertriebenenverordnung EU geregelt. Und das andere sind Asylwerber, die behaupten, dass sie auf der Flucht sind und da muss geprüft werden. Wissen Sie, wie viel davon negativ beschieden werden? Kennen Sie die Zahlen oder reden Sie nur einfach so, wie der Tag lang ist? Was Sie machen, Sie nutzen emotionale Botschaften, die sehr verkürzt sind, sehr vereinfacht sind. Ich muss kurz reden, Sie und reden mischen das mit einer Faktenlage. Nein, überhaupt nicht. Die Wahrheit, und Sie reden dann immer wieder von der Wahrheit. Jetzt frage ich Sie einmal, was ist für Sie die Wahrheit? Was ist für Sie die Wahrheit? Sie haben in dem Abba-Interview heute gesagt, Wien wäre wieder Wien, wäre besser, wenn diese Kinder nicht da wären. Nein, nicht diese Kinder, habe ich nie gesagt. Sie stehen seine Unterstellung. Nach wie vor zu dieser Aussage. Die Wahrheit ist, ich möchte zu Ihnen wissen, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ich nicht gesagt habe, wenn diese Kinder nicht hier wären, sondern Tatsache ist, dass wir, ob Österreich oder Niederösterreich, uns diese Massenzuwanderung nicht mehr leisten können. Das ist Tatsache. Weil wir mittlerweile schauen müssen, wie wir die eigene Bevölkerung über die Probleme bekommen. Teuerung etc. Ja, so, ich würde jetzt gerne noch zum mehr. Abschluss... Das hören Sie gerne. Das hören Sie doch, aber Sie reden ja dann halben Stunde. Sie vermischen komplett die Themen hier. Also, Sie sind echt bewundernswert. Ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kommen, weil ich stelle fest, Sie sagen, dass das, was jeder gestern sehen konnte, wurde nicht gesagt. Und jetzt haben wir erst vor kurzem die niederösterreichische Landtagswahl gehabt. Sie sind ja niederösterreichischer Landesrat. Sie haben ja auch durchaus gewonnen mit dem Thema Asyl. Aber wie geht es jetzt in Niederösterreich für Sie weiter? Weil im Moment schaut es danach aus, Sie haben gesagt, als Partei, nicht Sie als Person, dass Sie die Johanna Mikl-Leitner nicht wählen würden. Also könnte es jetzt sein, dass es einfach eine schwarz-rote Koalition gibt und Sie dann irgendwie Landesrat für, weiß nicht was, dem, Kreisverkehr oder so werden? Dem möchte ich nicht vorgreifen, weil wir heute legen wir das Verhandlungsteam fest und dann wird es einige Verhandlungsrunden geben und dem vorzugreifen wäre nicht in Ordnung. Aber das heißt, Sie könnten sich sehr wohl vorstellen, wieder ein Arbeitsübereinkommen mit der Johanna Mikl-Leitner? Uns geht es um Inhalte. Wir wurden ja gewählt, wie Sie jetzt richtigerweise gesagt haben, nicht nur wegen Asyl, sondern wegen der Teuerung, wegen Korruption oder weil wir uns wirklich um die Ängste und Nöte der Bürger Sorgen machen. Die haben das gespürt. Und daher gibt es ja bei uns noch keine Personaldiskussion. Die ÖVP hat jetzt einmal gesagt... Gut, die Sie haben dazu gewonnen, warum soll es keine... Darf ich ausreden? Die haben jetzt einmal die Posten besetzt. Wir haben gesagt, bei uns ist nicht wichtig, jetzt über Posten zu diskutieren, sondern wir schauen, was wir bei den Verhandlungen Gutes für die Bürger rauskriegen. Unser Land zuerst, unsere Bürger zuerst. Und dann schauen wir, wer welchen Posten dann bekleidet. Unser Land minus die Migranten, minus die Einwanderer. Aber außer das die heißt, Guten. Sie könnten doch die Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptmann wählen. Nein, ich glaube, es hat der Landeshauptmann klargestellt, was vor der Wahl gesagt wurde, gilt auch nach der Wahl. Und jetzt geht man in Verhandlung. Und uns geht es jetzt nicht um Positionen, noch einmal, uns geht es darum, wie schaffen wir es, dass die Energie billiger wird? Wie schaffen wir, dass die Leute keine Angst haben vor der nächsten Gasstromrechnung, vor dem Supermarkt, wenn sie einkaufen gehen? Das sind die Dinge, die sie berühren. Und das sind wichtige Themen, davon sind aber alle betroffen. Alle wie schaffen wir es? Trotzdem habt ihr 35 Minuten wie, über Ausländer. Und wie schaffen wir es, dass die Bevölkerung merkt, unser Land zuerst und nicht die Asylwerber. Auch das ist wichtig und ich stehe dazu. Ja, mir ist die Bevölkerung von Niederösterreich wichtiger
als ein Asylwerber. Ja, ich stehe dazu. Die Bevölkerung besteht aus Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die Migrationshintergrund schon lange zurückkriegt. Wir haben alle Migrationshintergrund irgendwo in unserer Geschichte. Ist in Ordnung. Nachvollziehbar. Die Rezepte gegen die Teuerung, die Maßnahmen gegen die Teuerung, gegen die Energiekrise, wie schauen die für Sie aus? Die Rezepte gegen Klimawandel, was haben Sie hier anzubieten? Also, alles, was Sie machen als FPÖ, ist immer wieder schuld, sind die Asylanten. Wir bitten uns nicht auf die Straße. Die sind schuld daran, dass wir jetzt ihnen nicht helfen können. Liebe Bürgerinnen, unsere Lösung ist, wir schmeißen die Asylanten raus aus unserem Land und dann geht es uns allen gut. Einfaches, verkürztes Rezept. Leider fallen Ihnen die Leute auf den Leim. Wir dürfen jetzt keine mehr reinlassen und müssen schauen, dass die bei uns jetzt da sind, gut integriert sind. Da haben wir ja was gemeint. Finde ich auch. Wissen Sie, wo wir das größte Problem haben? Auch. Das von den meisten Asylberechtigten. Aber Sie wollen denen raschere Arbeitsgenehmigungen geben? Ja, selbstverständlich. Die asylberechtigt sind, nur die wollen nicht arbeiten. Wir haben mit Magistrat St. Pölten. Eine infame Unterstellung, wenn Sie sagen, die wollen nicht arbeiten. Okay, dann erklären Sie mir. Die können nicht arbeiten, weil das bürokratisch nicht funktioniert. Nein, nicht weil sie vielleicht noch nicht gut genug Deutsch sprechen. Denen muss man helfen. Ja. Wir wollen dasselbe. Okay, wir wollen, dass sie sich gut integrieren. Wir wollen, dass sie arbeiten. Wir wollen dasselbe. Erklären es. In der Gastronomie, im Tourismus wird jemand gesucht. Ob als Abwäscher in der Küche. Dort muss man nicht Deutsch können. Und wenn jemand asylberechtigt ist, darf er ab dem ersten Tag, wo er asylberechtigt ist, hat er Zugang zum Arbeitsmarkt. Magistrat St. Pölten, über 70% der Asylberechtigten greifen derzeit in die Sozialhilfe. Die ist unter Bruno Kreisky für die Ärmsten der Österreicher eingerichtet worden und jetzt wird sie ausgeräumt von Asylberechtigten. Wir müssen sie in die Arbeit bekommen. Und da brauchen wir aber schon ein bisschen mehr Druck. Nicht so, wie Sie es sagen. Ich bin Ihnen da voll, Ihrer und Meinung. Und Arbeit gibt es genug, oder? Ich bin voll im Tourismus. Wir haben Fachkräftemangel. Im Tourismus muss man nicht Deutsch kennen. Pflege, Tourismus. Wenn man in der Küche arbeitet. Wir haben menschliche Ressourcen im Land, die noch zum Teil nicht dazu in der Lage sind, unseren Fachkräftemangel auszugleichen. Und das ist die Aufgabe der Politik heute, da zu helfen, Maßnahmen zu setzen, dass diese Menschen in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Und da gibt es viele erfolgreiche Methoden, Maßnahmen. Was die Bevölkerung Angst macht, den möchte ich nur sagen. Angst, und das habe ich jetzt gemerkt, wirklich, und da muss man sofort tätig werden. Angst darf man nicht schüren, die Angst muss man besänftigen. Ausschreitungen zu Silvester bei Anlässen wie Halloween, wo unsere eigene Polizei angegriffen wird, bespuckt wird, wo Menschen sich nicht mehr am Silvesterpfad trauen, weil sie sagen, es ist jetzt etwas entstanden, das es früher nicht gab. Und da muss man einschreiten. Sie haben selber gesagt, wenn das jemand ist am ein Silvesterpfad... Problem. Ja, da muss man das erklärt einmal einen Polizisten, der selber Kinder zu Hause hat und wird angegriffen. Aber warum mischen Sie das schon wieder mit einer anderen Thematik? Wir waren gerade beim Arbeitsmarkt, wir waren gerade bei Integration von heutigen Asylbewerbern. Das sind Sorgen der Menschen, Sorgen der Mütter. Die muss man ernst nehmen. Um ihre Kinder, ja. Die muss man ernst nehmen. Und die muss man absolut. Aber was Sie machen, ist nicht die Sorgen ernst nehmen, sondern da Brandbeschleuniger rein und Öl rauf. Brandbeschleuniger, wenn ich mich hinter die Polizei stelle. Sie zündeln, Sie schüren diese Angst. Wenn ich mich hinter die österreichische Polizei stelle. Sie vergrößern die Angst. Das ist Sie sind in der Verantwortung, die Ängste der Menschen wahrzunehmen, ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und dann aber mit ihrer Politik, mit ihren Konzepten, mit ihren Ideen diese Ängste zu besänftigen und den Menschen Zuversicht geben, Vertrauen geben. Unser Rechtsstaat funktioniert, unsere Institutionen funktionieren, unser gesellschaftlicher Zusammenhang bei 100.000 Zuwanderung Zuversicht. Die Rezepte, da kann man wie das funktionieren kann, zumachen. Reden wir gern drüber. Zumachen. Über Quoten und die reden hier sind wir gern integriert. Drüber, wie viel wir aufnehmen können pro nichts Jahr. Mehr. Ich will auf mehr. Gar keinen Fall offene Grenzen wie Scheunentore, wo alle... Das ja, was haben wir ja derzeit? Aber er will ja null Zuwanderung. Sie wollen ja wir nur haben derzeit keine Sie wollen mehr aufnehmen können. Die wollen sie rausschmeißen. Wir haben, keine Quartiere mehr, aber nicht nur in Niederösterreich, in allen Bundesländern. Die Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen bedeutet nicht, dass man Sündenböcke findet und diese als Grund der, und Ängste verstärkt. Ein Mörder, der jetzt wieder auf freiem Fuß ist, ist kein Sündenbock. Ängste und Sorgen ernst nehmen. Die Mörder von Leonie sind keine Sündenböcke. Tut mir leid. Nein, das sind Täter.
Da bin ich voll bei Ihnen. Aber alle anderen Afghanen, die nicht straffällig sind, die ordentlich sind, die anständig sind, das sind die Es Sünden vergeht keine Woche, wo ich nicht aus den Quartieren Vorwärtsmeldungen bekomme. Alle Syrer sind straffällig. Aber es vergeht keine Woche. Tätlicher Angriff auf Betreuer aus meinen Unterkünften. Aber Herr Waldhäuser, was würden Sie denn dann mit den Leuten, die, weil das habe ich schon verstanden, Nullzuwanderung, das jetzt einmal kein Platz mehr. Aber was passiert mit den Leuten, die schon da sind? Ja. Wenn sie asylberechtigt sind, dann schauen wir, dass wir sie in die Arbeit bekommen. Du musst das AMS mitspielen, dass man ihnen nicht das Geld so gibt. Ich habe was dagegen, dass wir künftig 1030 jedes Monat an Asyl einen Asylwerber, also einen Asylberechtigten aus der Sozialhilfe überweisen, ohne zu schauen, ob der nicht arbeiten kann, weil der ist im Schnitt sind 23 Jahre. Was spricht dagegen, dass der arbeitet? Erstens. Aber das was ist passiert mit den anderen? Und die anderen, die keinen Asylgrund haben, die nicht asylberechtigt sind, die müssen Österreich verlassen und nicht humanitär, subsidiär und welche auch immer andere Lösungen. Nein, wenn jemand aberkannt wird, dann nicht durch Unterstützung eurer Organisationen, das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinauszögern, wenn eine unabhängige Behörde sagt, es liegt kein Asylgrund vor, ja, und dann ist es entschieden. Die Verfahren müssen definitiv beschleunigt werden. Müssen also, beschleunigt werden? Richtig. Ja, da bin ich einig. Wenn eines so genau, ich war auch nicht erfreut, wie dann Kinder mit 6, 7 Jahren bei Nacht und Nebel abgeschoben wurden. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich keine Aktion, die ich unterstütze, wie die ÖVP unter medienwirksamer Aufmerksamkeit in Nacht und Nebel Schülerinnen angeschoben haben. Nein, das ist ja das Problem, weil es so lange gedauert hat. Da muss man aber auch jene die Pflicht nehmen, die Schüler die gewisse Verfahren, der Klasse, die sie vor zwei Tagen nein, das kann man nicht, da geht's beleidigt nicht. Haben, die haben sich genauso gefühlt. Wollen nein, Sie uns jetzt die abschieben? Sind bei, die sind Wollen bei, Sie Kinder abschieben schon wieder? Liebe Kollegen, die sind bei uns auf die Welt gekommen, die sind in Österreich, die sind nicht betroffen. Alles, was ich dort gesagt habe, handelt sich nicht um diese Schulklasse. Die sind ja bei uns auf die Welt gekommen, sind ja Staatsbürger bei uns, die sind ja keine Asylwerber. Können Sie das endlich einmal unterscheiden? Sie haben ihnen gesagt, ohne ihnen wäre Wien besser dran. Sie Na, können es nicht so. Wieder gut machen, außer Sie entschuldigen sich jetzt vor laufender Kamera. Vor dieser Schulklasse. Ich habe das im Abinterview gesagt. Ich habe Ihnen ganz am Anfang eine Frage gestellt, die mich wirklich persönlich interessiert. Wie schaut für Sie ein Wien aus, das besser dran wäre? Was ist denn das für ein Wien? Ja, die Zuwanderung jetzt sofort stoppen und künftig nur jene Migration zulassen an Facharbeitskräften, die wir brauchen. Und das werden halt dann keine Afghanen sein. Messerstecher werden wir nicht brauchen. In Wien haben wir schon genug, oder? Gut. Das ist so ziemlich das Wien von heute, ein buntes, ja, diverses Gefüge. Darum verlassen ja so viele Österreicher Wien, oder? Das ist der Grund, warum sie jetzt alle nach Niederösterreich kommen. Ja, das Weil ist die Buntheit so lieben. Sie sind der Meinung, es gibt eine Stadt. Sie sind der Meinung, es gibt eine Stadt. Wien ist die lebenswerteste Stadt ja, der Welt. Aber schauen Sie viele auch, Jahre hintereinander wird Wien regelmäßig ja, immer wieder ja, zur lebenswertesten so Stadt gewählt. Warum sind dann so viele gewählt. Von den sogenannten Wienern in ja. die Umlandgemeinden und manche sogar bis ins Waldviertel. Warum? Wegen den Immobilienpreisen. Das würde ich aber auch sagen. Das ist ja, den Immobilienpreisen reden Sie mal mit Wienern. Reden Sie. Oh, die Deutsch können. Es gibt so etwas wie selektive Wahrnehmung, Herr Waldhäusl. Sie reden natürlich nur mit diesen Personen, die genau ihre Meinung vertreten. Ich kann nicht Türkisch und ich kann mich auch mit keinen Afghanen unterhalten, das gebe ich ehrlich zu. Aber ich kann mich ganz gut mit Leuten aus Simmering unterhalten. Ich kann mich gut mit Leuten in Niederösterreich aus dem Waldviertel, aus dem Mostviertel unterhalten. Simmering hat den hohen Migrationsanteil. Weil ich nämlich Politiker von Niederösterreich bin, ein österreichischer Politiker. Und das ist wichtig. Und daher sind wir dort. Wenn jemand Deutsch lernt, sollte er schon machen, wann er zu uns kommt. Aber die wollen ja nicht. Das haben wir wieder bei den Parallelgesellschaften. Schon wieder die. Schon wieder werfen sie alle in einen Topf. Die, alle, 100%. Das ist so unprofessionell für einen Politiker in ihrer Funktion. Nein, nehmen Zahlen, Sie Ihre Aufgabe Fakten, ernst sie, und hetzen Sie nicht, gibt, pauschalisieren die Sie nicht. Parallelgesellschaften nehmen gibt es sie ja. Sollen das zeigen in Wien? Gehen wir in Wien einmal? Hören sie ich zeige Ihnen diese Parallelgesellschaften. Ich glaube, ich würde das Angebot annehmen. Lassen Sie sich vom Herrn Waldhäusl die Parallelgesellschaften zeigen. Vielleicht zeigt sie Ihnen dann einen sehr anderen gerne. Teil der Stadt. Und das wäre eine Methode, damit man... Ich auch. Damit man quasi Anstellt. Jeweils ja, die Welt des anderen versteht. Danke, Martha Bismann, danke, Gottfried Waldhäusl. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.